Ladies und Gentlemen, ihr seht es richtig, wir sind heute live. Und wenn ihr euch seht, genau, winkt mal in die Kamera, sagt Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, unsere heutige Veranstaltung besteht natürlich nicht nur im Zeichen großartiger Filme und großartiger Stars, nein, sie steht auch im Zeichen der Liebe. Und wir wollen mal gucken, wie viel Liebe im Publikum steckt. Annie, die sucht jetzt mal Paare. Und wenn ihr euch seht, dann wisst ihr bestimmt, was ihr zu tun habt. Looking on. Ja, perfekt. So, passt auf, ihr zwei. Wenn ich Action sage, dann küsst ihr euch. Und wenn ihr euch küsst, dann macht das Publikum ganz nett. Oh, kann ich das einmal hören? Genau. So, euer Momentum und dann Action. Ihr kennt ihr euch gar nicht? Ist nicht schlimm, dann lernt ihr euch jetzt kennen. Seid ihr gar nicht zusammen? Oder Bruder und Schwester? Ah, oh, okay. When I say action, you need to kiss. Okay? Action. Oh, ja, herrlich. So, ey, wo haben wir die Nächsten? Ihr könnt euch nicht verstecken, wir finden euch. Ja, perfekt. Action. Oh, so schön. Oh, wir hören da gar nicht mehr auf. So, Andy, ein paar nehmen wir noch. Ja, Action! Perfekt. Und Andy, ich habe auch noch ein paar, komm mal zu mir. So, schön langsam. Da. Jungs, ihr seid dran. Action! Nicht? Warum nicht? Ihr kennt euch aber, oder? Ja, dann mal, das geht auch. Da. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Hollywood, hier im Zentrum von Los Angeles bei uns im Studio 6. Herzlich willkommen zur Verleihung der Golden Serve Awards! Andy, du hast mir doch gerade gesagt, die rasten alle komplett aus, wenn ich die begrüße. Das war jetzt irgendwie nur eine 3-Minus, oder? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich brauche keine 3-, was die Lautstärke angeht. Nein, ich brauche eine 1+. Wir machen das nochmal. Herzlich willkommen zur Verleihung der Golden Serve Awards! Mein Name ist Chris Sharp. Ich bin euer Moderator des heutigen Tages. All unsere Stars sind bereits im Theater angekommen. Alle bis auf 2. Angelina Croft und James McDean befinden sich gerade noch auf dem Weg hierher. Das heißt, wir können noch nicht starten. Wir müssen noch etwas warten. Und um etwas die Zeit zu überbrücken, würde ich sagen, schalte ich kurz in die Werbung. Wollen Sie sich noch ein bisschen die Beine vertreten? Sehr schön. Meine Damen und Herren, was Sie gerade hinter mir sehen, wenn die meine Kamera hinhält, das ist das berühmte Los Angeles Diner. Dort gehen die Stars hinein, um ihre Aftershow-Party zu feiern. Momentan wird das Diner leider geschlossen. Das heißt, ihr könnt da alle nicht hinein. Aber ich habe immer noch für euch einen Food-Catering-Truck aufgestellt. Da bekommt ihr Popcorn, Eis, Gänse, Dog Nachos und Respekt! Sehr schön, Officer. Ist mittlerweile hier auch alles sicher? Also, perfekt, vielen Dank. Ja, Food Catering und Annie, hier vorne, da sitzt jemand mit Popcorn. Wir gehen da mal hin. Der Onkel kommt mal zu dir. Hi, sag mal, schmeckt dir das Popcorn? Ist das lecker? Ja. Gut, ich brauche das einmal kurz für die Kamera. Nimm mal so viel Popcorn in die Hand, wie du kannst. Ja, in die Hand. So, und wenn ich jetzt Action sage, dann schiebst du dir die ganze Hand in den Mund und sagst in die Kamera, lecker! Doch, doch! Und Action! Lecker! Ja, Mensch! Eigentlich ist noch was! Oder willst du jetzt auch noch die Möglichkeit haben, sich was von diesem wunderbaren Popcorn zu besorgen? Schalten wir doch mal kurz in die Werbung. Ja, genau. Und meine Damen und Herren, ich glaube, unser erster VIP-Gast ist angekommen. Ein riesen Applaus! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Oh!
Was ist vor der Veranstaltung noch shoppen? Wahnsinn! Hast ja richtig viel Geld aufgegeben, oder? Sehr schön. Ist das für dich oder für deine Kinder? Für mich? Ah, okay. Schön. So, wir haben noch gar nicht gestartet, aber weißt du was? Das Dana hat gerade geöffnet. Geh ruhig schon mal rein, hol dir was zu trinken und wir sehen uns dann gleich auf der Party, ja? Vielen Dank! Wir befinden uns in Hollywood, meine Damen und Herren. Und wenn wir gleich in Millionen von TV-Geräten und in die sozialen Netzwerke wie Instagram, Facebook und TikTok live schalten, dann brauche ich hier eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar Stimmung! Deswegen machen wir jetzt noch ein kleines Warm-up. Zeigt mir einmal bitte, wie sich ein Applaus der Stufe 1 anhört. Wir klatschen alle in die Hände. Sehr gut. Stufe 2 ist etwas schwieriger. Wir klatschen und jubeln dabei. Wir sind richtig laut bei der Stufe 2. Okay. Jetzt wird es schwierig. Konzentration. Stufe 3. Wir klatschen. Wir jubeln. Wir springen von den Sitzen auf. Werft eure Handys, werft eure Kinder. Vielleicht herzen wir das mit den Kindern, aber wir rasten aus bei der Stufe 3. Warum doch nicht so weit kommt? Toll. Henny, komm. Wir gucken mal, welcher Block am lautesten ist. Wir fangen hier vorne mit diesem Block an. Nur hier die Stufe 1. 2. 3. Wow. So. Warum bist du denn jetzt nicht aufgestanden? Ja, du hast mir nicht zugehört, ne? Da musst du aber dann nochmal üben, okay? Deswegen machst du das jetzt einfach mal alleine! So, Stufe 1, klatsch! 2, jubel! Und 3, lockrasten! Ja, geht doch! Ein riesen Applaus! So, und jetzt schön mitmachen, sonst kommt der Onkel mit der Kamera nochmal zurück, ne? Der nächste Block, Stufe 1, 2, 3! Du Beine, jetzt könnt ihr fast alle aufstehen! Habt ihr Angst bekommen, dass ich zu euch komme, ne? Ja. Der mittlere Block. Stufe 1. 2. 3. Warte. Warte. Da hinten ist noch ein Handy geflogen. So, ihr müsst auch noch. Stufe 1. 2. Und 3. Perfekt. So können wir starten, Annie. Aber ich habe noch ein einziges Problem. Unser Klappenjunge, der dafür zuständig ist, unsere Shows zu starten, indem er sagt 1, 2, 3 und Action. Der ist nicht da. Ja. Aber da ihr so gut mitmachen könnt, ich denke, ihr kriegt das auch hin. Wir machen das folgendermaßen. Auf mein Zeichen, wenn die Hand nach oben geht, rufen wir alle gemeinsam die Zahl 1. Beim zweiten Mal die 2 und so weiter bis zum Wort Action. Wir testen das jetzt einmal. Auf mein Zeichen. Und! Das war sehr gut, aber ihr müsst lauter sein. Auf mein Zeichen. Und! Perfekt. So können wir starten. Und ich würde sagen, wir schalten noch ein letztes Mal in die Werbung. Genau. Ich würde sagen, wir sind bereit. Wir schalten die Kamera jetzt live. Man wird uns jetzt überall an den TV-Geräten zu Hause sehen und im Internet. Wir sind bereit für unseren ersten Live-Teaser. Den Block. Und wir klatschen alle in die Hände. Wir befinden uns gerade live vor dem Improvisal Theater, wo in wenigen Augenblicken diese Verleihung stattfinden wird. Die Gäste, die Erinnerer sind noch völlig aufgeregt. Oder unsere Gäste hier draußen, lassen wir mal raus! Hier warten wir auf den Ankunft zweier Wichtiger Stars. Angelina Kloch und James McKean erhalten
heute den Award als bestes Action-Duo. Bis Sie da sind, würde ich sagen, verlassen wir noch einmal die Leitschaft. Melden uns dann gleich vom roten Teppich zurück. In 3, 2, 1 und 2. So, Eriko, wir gehen nach unten. Das Bild ist jetzt gerade noch zu sehen, aber die Leitschaltung ist beendet, richtig? Sehr gut. Ich gucke jetzt mal auf Instagram-Profil. Unter dem Hashtag GoldenSandRock finden Sie nämlich alle Fotos und Videos des heutigen Tages. Da können Sie natürlich auch Ihre eigenen Bilder und Fotos verlinken. Bilder und Fotos, nicht Videos. Und schon 200 Euro mehr. So schnell geht das, wenn man live ist. Meine Damen und Herren, ich habe vergessen, Ihnen das zu sagen, was Sie jetzt gerade leider nicht sehen können. Das sind nur die Gäste im Inneren. Denn dort der wohl teuerste Werbespot aller Zeiten. Natürlich direkt nach dem des, wie heißt es noch? Superbums, das war's. Da ist der teurer. So, bitte ich jetzt noch einmal zur Regie und zu den Schwitzen und dann die Kamera, ja? Da. Sie sagen mir dann gleich auch Bescheid. Das ist schön. Was ist denn er denn schon wieder hier? Sehen, was passiert, Leute. Sie beide bleiben stehen. Drehen sich um und heben ihre Hände. Nehmen Sie mal die Waffe runter. Erkennen Sie mich nicht? Ruhe, oder ich schieße. Hände hoch. Lassen Sie mich erklären. Ich bin der berühmte Moderator Chris Sharp. Und ihr von mir, lassen Sie mich in Ruhe. Da haben Sie es. Das ist Ihr Plan, die Preisverleihung zu sabotieren. Was ist denn ein Plan? Ich, der amtierende Sheriff von Los Angeles und so weiter, autorisiere für die Preisverleihung der Golden Sam Awards und so weiter, Mr. Chris Shark und seinen Kameramann für den Sender die Live-Schaltung zu drehen. Ja, das ist doch schwarz auf weiß, gegen Sie her. Ich bin der Moderator Chris Shark. Das ja, ist übrigens eine Kamerafrau. Und Sie, Sie stören meine Live-Übertragung. Und Sie haben jetzt mal gesehen. Verschwinde! Pass auf, der Kerl ist auf Druck! Hör doch, alles nicht wahr sein! Oh, Annie, ich höre gerade, Sie sind angekommen. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen können, sind unsere Stars hier. Jeden Moment ist es soweit. Ich brauche die Filmklappe. 1, 2, 3, Action! Auf mein Zeichen! Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen Sie mit einem riesen Applaus unsere Stars des Tages, Anthony Nachmoff und James McDean. Wenn ich die Tür öffne, dann brauche ich natürlich die Stufe 3. Für James McDean und die Stufe 3 für Anthony Nachmoff. Angelina, James, schön, dass ihr es geschafft habt. Bevor es jetzt weitergeht, habe ich aber noch eine wichtige Frage. James, stimmt's, dass ihr alles nackt, live und ohne Stuntman dreht? Ja, das stimmt. Wir drehen alle gefährlichen Szenen ohne Stuntman. Das ist der Wahnsinn. Angelina, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Mein James ist erstaunlich stark und mutig. Mutig ist genau das richtige Stichwort, denn das müsst ihr jetzt beide sein. Es geht wieder zur Verleihung der Golden Sam Awards. Mut und Herr Preis, Angelina Kropp und James McDean. Wir winken ihn nochmal hinterher. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, ich gebe ab an Ihren Gastgeber. Das ist für Sie heute J.B. Fox.
Vielen, vielen Dank. Danke, ich fühle mich geehrt und danke für die Einladung an die Academy. Und willkommen, herzlich willkommen zu den Golden Sam Awards. Grüße aus Hollywood gehen in die ganze Welt, an die Millionen und Abermillionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Und was für ein Abend uns hier bevorsteht, ist das nicht total verrückt? Heute feiern wir die besten Actionfilme des Jahres, die wagemutigsten, die verrücktesten und explosivsten Blockbuster und ihre Darsteller. Oh, und ich höre gerade schon aus der Regie, wir beginnen direkt mit einem Highlight. Dem heiß ersehnten Award für das beste Action-Duo. Ganze 6-mal nominiert und heute ist es endlich soweit. Lange haben sie darauf gewartet. Ich bitte auf die Bühne die unverwechselbare Angelina Croft und ihren langjährigen Filmpartner und Draufgänger James McDean. Andy James, komm bitte hoch zu mir. Ich bin hinten. Lena, wo ist das Bild weg? Was? Ja, Regie. Wir reden hier mit der Live-Batar. Keine Ahnung, die Verbindung ist weg. Okay. Jonas, kannst du die Verbindung nochmal neu starten? Was ist das denn?
einsetzen. Wir werden ihn fesseln und knebeln und sie wegbringen. Ich muss sagen, das war Top Secret. Total unauffälliger Auftritt, also.
Sie haben gesehen, was das für ein Team ist. Ja. Sie sind die Besten in jeder Situation. Klug, schnell, furchtlos. Genau deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind. Endlich jemand mit Kompetenz. FBI-Supervisor. Wie ich sehe, sind meine Bande und ich nicht das einzige Problem, das Sie haben. Wenn Sie Angelina wiedersehen wollen, halten Sie 10 Millionen Dollar in zwei Taschen bereit. Das scheint mir das Minimum für eine Schauspielerin wie Sie zu sein. Und vor allem möchte ich, dass die Lösegeldübergabe durch Moderator Chris Shark gemacht wird. Er bringt uns das Geld und wir geben ihm Angelina zurück. Keine Polizei, keine Security, keine Agenten. Oder auf Wiedersehen, süße Angelina. Der Austausch wird auf dem Platz vor dem Theater in 5 Minuten stattfinden. Das ist genau die Zeit, die Sie brauchen, um Ihr Geld für die Übergabe zu bekommen. Supervisor, ich kann das nicht. Ich bin doch nicht Batman, ich bin kein Agent. Beruhigen Sie sich, Mr. Shark. Sie haben gesehen, wie sich mein Agententeam bewegt. Ja, sobald Sie den Austausch vorgenommen haben, werden wir uns darum kümmern, Sie zu fangen. Hier. Wir werden Sie über Satellit im Auge behalten. In Kürze wird ein Wagen eintreffen, in dessen Kofferraum sich das Geld für die Übergabe befindet. Viel Glück, Shark. Okay, Kofferraum, Geld habe ich verstanden, aber... Hallo! Hallo! Supermarkt, wo wollen Sie denn hin? Lass mich doch nicht alleine. Okay. Du schaffst das. Denk einfach an Cinderella. Quatsch! Denk an Rambo! Denk an Mission Impossible! Ja. An den anderen! Hallo! Gut, dass Sie da sind. Ich hatte noch 2 Fragen als Supervisor, aber der ist abgehauen. Und hallo! Jetzt werden Sie doch nicht aufhören! Was soll das? Und es geht.
Thank you.
hier bei uns im Publikum in Germany. Wir sehen uns bestimmt wieder. Tschüss, bis bald. Danke.